und Ben auf fantastischer Zeitreise. Was passiert auf der Erde, wenn es immer wärmer wird? Warum ändert sich das Klima? Was können wir tun, um das Klima zu schützen? Wie leben wir in Zukunft? Dein Abenteuerrätsel Mitmachheft. Mir hat an dem Heft gefallen, dass es so viele Bilder gab. Mir hat an dem Heft gefallen, dass es so viele Rätsel gibt, die man lösen kann. Mir hat an dem Heft gefallen, dass so viel erklärt wurde, auch zum Klimawandel. Aber hier, bei dem Experiment, war halt schwer, das zu machen, weil wir hatten halt keinen Moos im Garten. Also wir haben auch keinen so großen Garten. Und Kies haben wir auch nicht gefunden und deswegen ging das nicht. Mir hat an diesem Heft gefallen, dass es halt eine Zeitreise ist und das fand ich eine sehr schöne Idee. Aber auch wie Janne gesagt hat, da hatte ich auch diese Sachen im Garten oder generell einfach nicht zu Hause. Also ich fand die Geschichte des Hefts sehr cool von diesen zwei Kindern, die dann erklären nochmal ihrer Familie und noch anderen, dass der Klimawandel sehr gefährlich für die Erde ist. Findest du alle Bildschnitte kreuz an? Was davon kennst du, was hast du noch nie gesehen? Da fand ich es ein bisschen schwierig zu verstehen, was ich jetzt ankreuzen sollte, weil nachdem ich es ein paar Mal durchgelesen habe, habe ich es verstanden. Ich fand hier, das mit den zwei Seiten malen war schon ein bisschen schwer. Ich denke, eine Seite oder anderthalb hätten vielleicht sogar gereicht. Hier bei den manchen Seiten steht die Lösung immer, die Lösung steht auf Seite 30 und da kann man halt ganz leicht abschauen und das ist halt dann nicht so gut, weil man halt abschauen kann. Bei dir ist zu leicht. Ja, aber ich habe halt nicht abgeschaut, weil es ja ein Schummeln wäre. Im Heft ging es ja ausschließlich um den Klimawandel und wie sich das Wetter halt auch ändert. Ging es ja um unsere Zeitreise und dass sie die Zukunft sozusagen sehen. Und es ging halt auch sehr oft um den Klimawandel. Und da hat man sehr viel draus gelernt. In der Geschichte geht es darum, dass Lara und Ben in so einen Zeitriss gehen und dort sehen, wie es in der Zukunft in Bayern aussieht. Eine Zeitreise ist etwas, womit man halt in die Zukunft reist und dann halt sehen kann, wie es in der Zukunft ist. Kann man auch in die Vergangenheit reisen? Ja, man kann auch in die Vergangenheit reisen und halt einen Rückblick machen. Ich fand, sie haben das gut erklärt und wollten halt auch sehr viel über den Klimawandel herausfinden, weil es sehr heiß an diesem Tag war, wo dieser Zeitriss dann durch diese Wand gekommen ist. Und dann haben sie halt auch ihre Familie gefragt und sie haben das sehr gut erklärt, fand ich. Ich habe durch Lara und Bens Heft gelernt, wie wichtig es ist, die Umwelt zu schützen. Ich habe durch das Heft gelernt, dass man auch ziemlich viel tun kann, damit der Klimawandel also besser wird. Ich habe über das Heft Lara und Ben gelernt, wie schlimm dieser Klimawandel ist und wie es schadet auch den Leuten. Ich habe über das Heft Lara und Ben gelernt, dass ein Flugzeug am umweltschädlichsten ist und eine Bahn besser als ein Auto ist bei CO2. Ich habe durch das Heft auch gelernt, wie viel CO2 Züge, Busse, Autos und Flugzeuge über 1 Kilometer ausstoßen. Und dass, wenn jedes Auto in Bayern 1 Kilometer weniger fährt, dass man dann 1 Million Kilogramm CO2 spart. Ich habe auch über das Heft gelernt, was ich alles gegen den Klimaschutz, also was ich für den Klimaschutz tun kann. Besonders auf der Seite 19 und 18 halt hier dieses Comic mit der Familie, wo sie darüber gesprochen haben, was sie gemacht haben.